Diese Melodie, die den Menschen in Europa vertraut ist, die zu ihrer Hymne wurde und mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt ist, diese Melodie steht symbolisch für ihren Schöpfer, einen der bedeutendsten und bekanntesten Komponisten rund um den Globus. Wir sprechen über Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag in dieser Woche an vielen Orten auf beeindruckende Art und Weise gefeiert wird. Das kompositorische Schaffen dieses großartigen Musikers war und ist eine enorm prägende Leistung in der Geschichte dieser Kunstgattung. Aber auch seine persönliche, schriftliche Hinterlassenschaft in Form von Skizzen, Tagebüchern und Briefen verschaffen uns einen tiefen Einblick in sein Geistesleben, in seine seelischen Verfassungen und seine Gemütszustände. Zwei seiner über 1770 erhaltenen Briefe ragen aus der Reihe seiner Schriftstücke heraus. Da ist zum einen das sogenannte Heiligenstädter Testament, welches Beethoven am Ende eines sechsmonatigen Aufenthalts im Wiener Vorort Heiligenstadt im Oktober 1802 verfasst hat. Dieses Testament ist eigentlich ein Brief an seine beiden Brüder Karl und Johann, den er jedoch nicht abgeschickt und sein Leben lang aufbewahrt hat. In Wahrheit ist dieses Testament viel mehr als nur ein Brief. Es ist ein Dokument seiner persönlichen und sozialen Tragödie, bedingt durch den fortschreitenden Verlust seines Hörvermögens. Und es ist gleichsam ein Bekenntnis zum Willen, dieses Schicksal zu akzeptieren und die Tragödie auch als den Beginn eines neuen Weges zu sehen, auf dem ein Mensch über sich hinauswachsen und noch Großes für die Menschheit leisten kann. 10 Jahre später, am 6. und 7. Juli 1812, schreibt Beethoven den zweiten seiner beiden berühmtesten Briefe nieder. Er hält sich zu diesem Zeitpunkt in Teplitz auf und befindet sich in einem außerordentlichen Gemütszustand. Der Grund seines inneren Aufgewühltseins ist die tief empfundene Liebe zu einer Frau. Doch was für die Nachwelt von größtem Interesse gewesen wäre, beziehungsweise noch ist, bleibt für immer ein Geheimnis. Wer um alles in der Welt war die Adressatin dieses leidenschaftlichen Liebesbriefs? Durch die von enormer Neugier getriebene Beethoven-Forschung konnte wenigstens bislang kein Licht ins Dunkel gebracht werden. Aber dennoch ist es mehr oder weniger gelungen, den in Frage kommenden Kreis der mutmaßlichen Geliebten auf zwei Damen einzugrenzen. Der Name einer dieser beiden Frauen lautet Josephine Gräfin Dehm, geborene Brunswick. Vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte dieser Gräfin und in Anbetracht ihres Verhältnisses zu Beethoven ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die über alles geliebte Frau im Leben des Komponisten war, sehr hoch. So ist es uns deshalb eine große Freude und Ehre, an diesem Tag einen kleinen Einblick in die seelische Welt des Menschen Beethoven geben zu können durch einen Vortrag dieser mittlerweile weltberühmten Liebesbekundung. Und wie es sich an einem solchen Tag gehört, eine Geburtstagsüberraschung darf nicht fehlen. Sie hören jetzt musikalisch umrahmt, den Brief an die unsterbliche Geliebte, nein, nicht vorgetragen von irgendjemand, nein, sondern gelesen von Beatrix Gräfin Dehm, einem lebenden Mitglied der Familie. Thank you.
Am 6. Juli morgens. Mein Engel, mein Alles, mein Ich. Nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift, mit deinem. Erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt, welcher nichtswürdige Zeitverderb in dergleichen. Warum dieser tiefe Gram, wo die Notwendigkeit spricht? Kann unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen, durch nicht alles Verlangen? Kannst du es ändern, dass du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin? Ach Gott, blicke in die schöne Natur und beruhige dein Gemüt über das Müssende. Die Liebe fordert alles und ganz mit Recht. So ist es mir mit dir, dir mit mir. Nur vergisst du so leicht, dass ich für mich und für dich leben muss. Wären wir ganz vereinigt, du würdest dieses Schmerzliche ebenso wenig als ich empfinden. Meine Reise war schrecklich. Ich kam erst morgens 4 Uhr gestern hier an. Da es an Pferden mangelte, wählte die Post eine andere Reiseroute. Aber welch schrecklicher Weg. Auf der letzten Station warnte man mich, bei Nacht zu fahren, machte mich einen Wald fürchten. Aber das reizte mich nur. Und ich hatte Unrecht. Der Wagen musste bei dem schrecklichen Wege brechen, grundlos, bloßer Landweg. Ohne solche Postillone, wie ich hatte, wäre ich liegen geblieben unterwegs. Esterhazy hatte auf dem anderen gewöhnlichen Wege hierfür dasselbe Schicksal mit 8 Pferden, was ich mit 4. Jedoch hatte ich zum Teil wieder Vergnügen, wie immer, wenn ich was glücklich überstehe. Nun geschwind vom Innern zum Äußern. Wir werden uns wohl bald sehen. Auch heute kann ich dir meine Bemerkungen nicht mitteilen, welche ich während dieser einigen Tage über mein Leben machte. Wären unsere Herzen immer dicht aneinander? Ich machte wohl keine dergleichen. Die Brust ist voll, dir viel zu sagen. Ach, es gibt Momente, wo ich finde, dass die Sprache noch gar nichts ist. Erheitere dich, bleibe mein treuer, einziger Schatz, mein Alles, wie ich dir. Das Übrige müssen die Götter schicken, was für uns sein muss und sein soll. Dein treuer Ludwig. Abends, montags am 6. Juli. Du leidest, du mein teuerstes Wesen. Eben jetzt nehme ich wahr, dass die Briefe in aller Frühe aufgegeben werden müssen. Montags, donnerstags, die einzigen Tage, wo die Post von hier nach K geht. Du leidest. Ach, wo ich bin, bist du mit mir. Mit mir. Und dir werde ich machen, dass ich mit dir leben kann. Welches Leben? So ohne dich. Verfolgt von der Güte des Menschen hier und da, die ich meine, ebenso wenig verdienen zu wollen, als sie verdienen. Demut des Menschen gegen den Menschen. Sie schmerzt mich. Und wenn ich mich im Zusammenhang des Universums betrachte, was bin ich und was ist der, den man den Größten nennt? Und doch ist wieder hierin das Göttliche des Menschen. Ich weine, wenn ich denke, dass du erst wahrscheinlich sonnabends die erste Nachricht von mir erhältst. Wie du mich auch liebst, stärker liebe ich dich doch. Doch nie verberge dich vor mir. Gute Nacht, als Badender muss ich schlafen gehen. Ach Gott! So nah, so weit, ist es nicht ein wahres Himmelsgebäude, unsere Liebe, aber auch so fest wie die Feste des Himmels? Guten Morgen am 7. Juli. Schon im Bette drangen sich die Ideen zu dir, meine unsterbliche Geliebte.
hier und da freudig, dann wieder traurig, vom Schicksale abwartend, ob es uns erhört. Leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht. Ja, ich habe beschlossen, in der Ferne so lange herumzuirren, bis ich in deine Arme fliegen kann und mich ganz heimatlich bei dir nennen kann. Meine Seele von dir umgeben ins Reich der Geister schicken kann. Ja, leider muss es sein. Du wirst dich fassen umso mehr, da du meine Treue gegen dich kennst. Nie eine andere kann mein Herz besitzen. Nie, nie. O Gott, warum sich entfernen müssen, was man so liebt? Und doch ist mein Leben in Wien, so wie jetzt, ein kümmerliches Leben. Deine Liebe macht mich zum Glücklichsten und Unglücklichsten zugleich. In meinen Jahren jetzt bedürfte ich einiger Einförmigkeit, Gleichheit des Lebens. Kann diese bei unserem Verhältnisse bestehen? Engel, eben erfahre ich, dass die Post alle Tage abgeht. Und ich muss daher schließen, damit du den Brief gleich erhältst. Sei ruhig. Nur durch ruhiges Beschauen unseres Daseins können wir unseren Zweck, zusammenzuleben, erreichen. Sei ruhig. Liebe mich. Heute, gestern. Welche Sehnsucht mit Tränen nach dir, dir, dir mein Leben. Mein Alles. Leb wohl. O liebe mich fort. Verkenne nie das treueste Herz deines Geliebten. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Musik.